Hi, wie schön, dass du da bist. Ich bin die Petra von Pilates mit P. Heute machen wir einen Workout für die tiefer liegenden Bauchmuskeln. Und zwar brauchst du dazu eine Yoga-Rolle oder diesen Foam-Roller und am besten 5 bis 10 Minuten Zeit. Schnapp dir am besten deine Matte und dann kann es auch schon losgehen. Dieses Workout ist vor allem für die tiefer liegende untere Bauchmuskulatur. Wir starten in der Bear Hold. Das heißt, du bringst die Rolle unter deine Füße bei den Fußgelenken. Bringst erstmal die Knie zum Boden, bringst die Hände unter die Schultern, ziehst den Bauchnabel aktiv zum Rücken, atmest ein und mit der Ausatmung hebst du die Knie. Wir halten hier für ein paar Atemzüge und bei jeder Ausatmung halte ganz bewusst den Bauchnabel beim Rücken. Schieb die Schulterblätter nach oben Richtung Matte und dann setzt du ganz kurz die Knie am Boden ab, setzt dich kurz zurück, lass die Handgelenke kurz mal ausruhen und dann heben wir die Knie wieder vom Boden weg. Und wir halten. Ziehen mit jeder Ausatmung noch ein bisschen mehr den Bauchnabel Richtung Rücken. Wir schauen, dass wir so aktiv wie möglich im Bauch sind. Und dann machen wir das Ganze noch einmal. Kurz die Knie am Boden absetzen. Und dann machen wir eine letzte Runde. Und wir halten. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann darfst du ganz langsam die Knie am Boden absetzen. Sehr gut, das war schon die erste Übung und dann starten wir mit der zweiten. Du darfst dich langsam auf deine Unterarme begeben und zwar kommen wir in diese Unterarmplank und dann ziehen wir die Knie nach vorne und strecken die Beine wieder aus. Aktiv ziehst du bei jedem Mal, wenn die Knie nach vorne kommen, noch mehr den Bauchnabel zum Rücken. Die Schultern bleiben dabei über den Ellenbogen. Und du streckst die Beine aus mit der Einatmung und mit der Ausatmung ziehst du die Knie nach vorne. Schau dabei, dass du nicht in ein Hohlkreuz fällst, sondern dass du richtig aktiv im Bauch bleibst und der Körper möglichst in einer Linie bleibt. Ausatmen und einatmen. Und dann darfst du langsam die Knie am Boden ablegen. Schieb das Gesäß mal ganz kurz nach hinten. Streck dann die Beine. Komm dann in die Seitlage. Der Unterarm ist in einer Linie, also der Ellenbogen ist in einer Linie mit der Schulter. Du darfst den Bauch wieder schön aktivieren und kommst in eine Side Plank. Du darfst die Füße entweder übereinander bringen oder den oberen Fuß vor den unteren, wie sich es besser anfühlt. Und dann öffnen wir, schauen gerne der Hand nach und dann fädeln wir die obere Hand durch die untere durch. Wir bleiben dabei richtig schön aktiv in der seitlichen Bauchmuskulatur. Wir schieben den Ellenbogen aktiv nach oben, das heißt, wir kollabieren nicht in der Schulter. Mit der Einatmung öffnen wir, mit der Ausatmung fädeln wir durch. Und auch hier bleiben wir aktiv in unserem Powerhouse. Das heißt, wir schieben den Bauchnabel Richtung Rücken. Und nochmal öffnen, kurz halten und dann darfst du langsam die Hüfte zum Boden bringen, darfst die Knie kurz anwinkeln und dann dehnen wir uns mal auf die andere Seite. Du atmest tief ein und mit der Ausatmung dehnst du dich mal auf die Seite, wo die Knie schauen und dann kommst du auf die andere Seite. Das ist die Seite, die wir gerade ein bisschen bearbeitet haben. Du darfst dann den Ellenbogen zum Knie schieben, öffnest dich wieder, schiebst den Ellenbogen zum Knie und öffnest dich wieder. Und dann kommen wir auch schon auf die andere Seite. Du darfst hier wieder in die Side Plank kommen, das heißt, du bringst deinen Ellenbogen wieder unter die Schulter. Die Füße entweder voreinander oder übereinander, je nachdem, wie es sich gut anfühlt. Wenn sie übereinander sind, dann schau, dass der vordere Fuß vor dem unteren ist. Vor dem hinteren, genau. Und dann schließt du und öffnest du wieder. Bleibst dabei fest im Bauch. Wir bearbeiten hier wunderbar die seitliche Bauchmuskulatur. Du schaust der Hand nach. Und einatmen, öffnen, ausatmen, schließen. Immer schön in deinem Atemrhythmus. Mach das Ganze so schnell oder langsam, wie du möchtest. Wenn du nicht mehr kannst, darfst du jederzeit die Hüfte zum Boden bringen. Und nochmal öffnen, schließen und nochmal kurz halten. Und dann bringst du die Hüfte zum Boden. Sehr gut gemacht. Wir kommen zur nächsten Übung. Und zwar kommen wir nochmal in eine Unterarmplank oder in einen Unterarmstütz. Du darfst dabei wieder die Hände die Ellenbogen unter die Schultern bringen und wir halten hier einfach. Wir schauen, dass wir hier keine Hängebrücke machen, aber auch kein Mount Everest. Heißt, dass der Körper ungefähr auf einer Linie bleibt. Du schaust mit dem Blick nach unten, damit der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Und mit jeder Ausatmung ziehst du noch mehr den Bauchnabel zum Rücken.
Und sehr gut, du lässt langsam die Knie zum Boden bringen. Streck dich mal ganz lang. Bring eine leichte Dehnung in deine Schultern. Und dann darfst du dich auch schon auf den Rücken legen, so dass die Rolle ungefähr so ein bisschen unter deinen Schulterblättern ist. Und dann streck dich mal ganz lang, verschränk die Hände dann hinter deinem Kopf, schau, dass die Füße ungefähr hüftbreit aufgestellt sind, bring die Ellenbogen so weit nach oben, dass du sie im Augenwinkel sehen kannst. Und dann kommen wir in den Chestlift. Mit der Einatmung kommst du tief, mit der Ausatmung kommst du hoch. Und einatmen, mit der Ausatmung zieh dich hoch aus der frontalen Bauchmuskulatur, aus dem Rectus Abdominis, genau. Und schau dabei, dass du die Rippen, dass der Rippenbogen trotzdem einigermaßen geschlossen bleibt. Das heißt, stell dir vor, du ziehst die unteren Rippen immer ganz aktiv zu den Hüftknochen. Und dann kommst du tief. Mit deiner Ausatmung ziehst du dich hoch und bringst das linke Knie mit nach oben. Wir wechseln und bringen das rechte Knie nach oben. Einatmen tief, ausatmen linkes Knie hoch. Einatmen tief, ausatmen rechtes Knie hoch. Einatmen tief, ausatmen linkes Knie hoch. Einatmen und ausatmen wieder rechts. Einatmen tief, ausatmen links. Einatmen tief, ausatmen rechts. Sehr gut, bleib aktiv in deinem Körperzentrum. Du hast es bald geschafft. Nochmal links. Und rechts. Und nochmal nach oben kommen. Und jetzt bringst du beide Knie bringst du beide Beine nach oben und öffnest die Knie, tappst dabei mit den Zehen am Boden und hältst den Oberkörper aktiv. Und mit der Ausatmung kommst du tief, mit der Einatmung ziehst du hoch. Tief und hoch. Und tief und hoch. Ein bisschen noch durchhalten. Wir arbeiten hier wunderbar die untere, tiefer liegende Bauchmuskulatur. Und dann darfst du die Beine langsam zum Boden bringen. Streck dich mal ganz lang, bring ein bisschen Entspannung in deine Bauchmuskeln. Und dann strecken wir uns noch auf die andere Seite, weil wir haben das am Anfang nämlich vergessen. Wir kommen in diesen Mermaid-Sitz. Streck dich erstmal auf die Seite, wo die Knie schauen. Und dann kommst du auf die andere Seite, öffnest dich und dann beugst du den Ellenbogen nach unten mit der Ausatmung. Einatmen, öffne dich, spür richtig schön die Flanke, die Öffnung in deinem Rippenbogen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe noch eine wundervolle Dehnung für dich. Und zwar darfst du die Hände mal auf den Foam Roller bringen und dann richtig schön dich aushängen lassen. Eine wunderbare Übung, um den gesamten Brustbereich zu öffnen und gleichzeitig deine Schulterblätter zu dehnen. Wenn du noch ein bisschen mehr willst für die Schultern und kannst du gerne die Ellenbogen auf diesen Foam Roller legen und dich richtig schön hier reinhängen lassen. Atme ganz tief und lang und schließ gern für einen Moment die Augen. Atme ganz bewusst in den Bauch, damit die Bauchmuskulatur sich nach dieser Anstrengung jetzt entspannen kann. Und wenn du soweit bist, kannst du gern in den Fersen sitzen. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Workout gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da und abonniere doch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.